Madagaskar ist eines der am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder. Dürreperioden nehmen zu und Regenfälle werden unzuverlässiger. Etwa 80% der Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft. Durch den Klimawandel werden Ernten schlechter oder fallen aus. Das bedroht die Lebensgrundlage der Menschen. Die meisten Bäuerinnen und Bauern bewirtschaften ihr Land so wie ihre VorfahrInnen. Die Anpassung an den Klimawandel erfordert jedoch Innovationen. Um die Landwirtschaft widerstandsfähiger zu machen, hat ein deutsch-madagassisches Projekt einen innovativen Ansatz entwickelt. LandwirtInnen erhalten Wetterinformationen in Verbindung mit nachhaltigen agrarökologischen Anbaumethoden. Darüber hinaus haben sie jetzt Zugang zu einer Klimarisikoversicherung. Die Agrarökologie fördert ganzheitliche Lösungen für resiliente Agrar- und Ernährungssysteme. Sie steigert Erträge, erhöht Pflanzenvielfalt und unterstützt Techniken zur Verbesserung der Böden. Allerdings reicht es nicht, neue Techniken nur zu lernen. Man muss ihnen auch vertrauen. Da es keine Erfolgsgarantie für neue landwirtschaftliche Ansätze gibt, birgt die Änderung etablierter Praktiken für die Bäuerinnen und Bauern auch ein Risiko. Deshalb arbeitet das Projekt mit lokalen ModelllandwirtInnen zusammen, die vor Ort eine Vorbildrolle einnehmen. Eine dieser lokalen Führungspersönlichkeiten ist Haowa. Eine der neuen Technologien, die Haowa ihren KollegInnen vorstellt, ist eine Hotline. Diese informiert über das aktuelle Wetter und die Auswirkungen auf die Landwirtschaft. So können die Bäuerinnen und Bauern auf Basis von Wettervorhersagen vorausplanen. Über einfache Mobiltelefone ermöglicht der 321-Service Zugang zu Wetterinformationen. Die Hotline gibt es zwar schon seit einigen Jahren, doch mit Unterstützung deutscher Entwicklungszusammenarbeit wurde sie nun verbessert. Jetzt informiert sie auch über spezifische Anbaukulturen, die auf die Bedürfnisse der Anrufenden zugeschnitten sind. Und sie bietet Empfehlungen zu guten landwirtschaftlichen Praktiken für den gesamten Anbauprozess. Zwischen Juli 2019 und März 2022 haben madagassische Bäuerinnen und Bauern die Anbaukalender der Hotline mehr als 1,3 Millionen Mal konsultiert und dadurch wertvolle Informationen für ihre Anbaupraktiken erhalten. Um die Empfehlungen der Hotline umzusetzen, nehmen die Bäuerinnen und Bauern an Schulungen teil. Lokale ModelllandwirtInnen wie Haowa geben Kurse, in denen die Teilnehmenden Wissen austauschen und mehr über klimaresiliente und agrarökologische Anbaumethoden lernen können. Veränderung ist nie einfach und sie muss von den LandwirtInnen selbst kommen. Das deutsch-madagassische Kooperationsprojekt stärkt das Bewusstsein für den Klimawandel und trägt dazu bei, dass die Bäuerinnen und Bauern besser auf den Klimawandel vorbereitet sind.